Guten Tag, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich grüße Sie aus der Redaktion der Braunschweiger Zeitung. Es ist eine blöde Zeit. Wir können nicht sehen, wen wir sehen möchten. Wir können nicht verreisen, wohin wir möchten. Wir sind unter dem Bann der Corona-Pandemie. Ich glaube, wir spüren alle, welche Belastung darin steckt. Und ich spreche zu Ihnen aus einer Redaktion, die entvölkert ist. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind fast alle im Homeoffice, im mobilen Arbeiten. Sie arbeiten für unsere Leserinnen und Leser von zu Hause aus, weil das einfach ein Risiko reduziert. Und das ist vielleicht auch das, was diese Zeit wieder gut macht. Wir merken doch, dass wir zusammenhalten. Wir merken, dass Menschen sich verantwortlich und vorausschauend verhalten. Von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Und ich glaube, das ist die gute Nachricht, das ist das, was wir aus Corona mitnehmen können, dass Rücksichtnahme Wirkung hat. Die Zahlen des RKI, des Robert-Koch-Instituts, sinken wieder, Gott sei Dank. Mich macht das optimistisch, dass wir diese Pandemie überwinden werden. Ich bin ganz sicher, gemeinsam schaffen wir das.